Nur die zwei gezeigten Schritte sind notwendig, um die Software zu installieren, die zum Steuern so eines Roboters notwendig ist. Nach dem Reboot des Pis kann die IP-Adresse direkt in einen Browser eingegeben werden und der Roboter kann gleich mit den Joysticks ferngesteuert werden. Das Skript hat auf dem Pi nun zwei neue Ordner erstellt. Und die gesamte Steuerungssoftware befindet sich in dem Ordner Raspberry Pi CameraPod. Und das Programm robot-webserver.py wird von dem Autostart gestartet. Und die Funktion onMessage empfängt nun die Signale, die von dem JavaScript-Modul gesendet werden und führt die jeweiligen Funktionen aus, um die Motoren bzw. Servos zu steuern. Diese stehen alle in dem Programm Drive by XMC. Und in diesen Funktionen werden zum Beispiel die Signale über I²C an das XMC-Board gesendet oder die Servos über das Adafruit-Modul angesprochen. Der Greifer ist schon provisorisch montiert und ebenfalls mit den Joysticks der Website steuerbar. Es fehlt lediglich noch ein Servo, um den kompletten Greifer drehen zu können, und die Untersetzung zum Kippen des Greifers ist noch verbesserungswürdig.